Tino Kastedt, 1:12 verloren gegen NL Cottbus. Trotzdem sind Sie heute ein bisschen sowas wie der Held des Tages, haben das erste Tor gegen NL Cottbus in der Saisonvorbereitung geschossen. Wie geht's Ihnen damit? Also, es war schon ein ganz besonderes Gefühl gewesen vor der Kulisse. Dieses Tor haben wir uns auch erarbeitet, finde ich. Erste Halbzeit schon ein, zwei gute Angriffe gehabt, die wir leider nicht ausgespielt haben. Aber dann auch das Tor, wie es entstanden ist, durch eine Ecke und den Angriff davor, finde ich, haben wir uns das verdient. Und wie gesagt, ein ganz besonderes Gefühl. Und die Mannschaft hatte das volle Vertrauen in meinen Schuss und ich habe es ihnen gezeigt. Ja. Wie haben Sie den NL Cottbus erlebt heute auf dem Spielfeld als Gegenspieler? Wie waren die Profis so? Also eine brutale, wie Pele Wollitz sagt, Intensität. Also wie die uns angelaufen haben, beziehungsweise gleich gepresst haben, wie sie uns laufen lassen haben, das war unglaublich. Und da sieht man einfach, dass es Profis sind und das sie natürlich jeden Tag machen. Welche interne Zielstellung hatten Sie in der Mannschaft? War es das einstellig bleiben? War auch ein Ziel, ein kleines, sage ich mal. Wir wollten natürlich besser wie die anderen Kreisoberliga-Mannschaften sein. Das haben wir jetzt geschafft, haben ein Tor gemacht, was davor keine Mannschaft geschafft hatte. Also absolut gelungener Tag für uns. Vergangene Saison sind Sie Dritter geworden in der Kreisoberliga. Was ist das Ziel fürs nächste Jahr, der Aufstieg? Ja, das fallen wir jedes Jahr natürlich an. Haben dieses Jahr leider viel Verletzungspech gehabt, was natürlich andere Mannschaften auch haben. Sind eine sehr gute Truppe, wir verstehen uns alle super. Es macht sehr viel Spaß und ja, gerade mit den verletzten Spielern, da möchte ich auch nochmal schöne Grüße an meinen oder unseren Freund Marcel Rusch, der heute leider nicht dabei sein durfte. Hat sich leider mit 43 Jahren im Topspiel das Kreuzband gerissen. Ruschi, wir stehen immer an deiner Seite und wir sind immer bei dir. Sie haben heute auch eine Torjägerkanone bekommen, 20 Tore in 17 Spielen. Wir haben gehört, der Arbeitgeber macht nicht richtig mit, Sie müssen öfter zum Spiel kommen, dann würden Sie noch öfter treffen oder woran liegt's? Ja, der Arbeitgeber, ich habe es mir so ausgesucht, bin leider im Einzelhandel tätig, aber mache das Beste draus und versuche so oft, wie ich kann, zu den Spielen zu kommen und meiner Mannschaft zu helfen. Wie viele Tore werden es nächstes Jahr? Mehr wie 20, hoffe ich doch. Vielen Dank. Ja.